meiner Session geht es heute ums ZFL-Lernportal mit dem Titel Schnell und ohne Ressourcen gewachsenes Lernportal. Ich habe das jetzt nochmal ein bisschen korrigiert mit wenig Ressourcen. Natürlich sind Ressourcen eingeflossen, aber wenig Ressourcen. Ich möchte einmal das Lernportal zeigen, möchte einmal die Genese dahin kurz skizzieren und dann zur Diskussion einladen zu Weiteroptimierungsmöglichkeiten und auch zur strategischen Rolle von offenen Lernportalen. Zunächst zu mir. Ich heiße Maggie Wiesmann, bin gerade erkältet, habe eigentlich eine andere Stimme. Dafür Entschuldigung, ich hoffe, man kann sich trotzdem gut verstehen. Ich arbeite im ZFL der Universität zu Köln, dort genauer im Team Digitale Lehre. Habe auch lange in der Lehrerinnenfortbildung gearbeitet, dort im Schulnetzwerk. Wir haben viele Fortbildungen gerade zu Corona-Zeiten ins Leben gerufen zum hybriden digitalen Unterrichten. Bin Mitglied im Universitätsverbund Digil und auch im Beirat von WLAN Online. Beide Projekte sozusagen, beide Portale haben mir auch hier eine Session gegeben auf dem Barcamp. Bin von Haus aus ausgebildete Grundschullehrerin. Und bevor ich in die Uni kam, habe ich lange in der freien Wirtschaft gearbeitet, 15 Jahre lang dort im E-Learning-Bereich. Und bin eigentlich durch die Tätigkeit im ZFL erst mit OER in Berührung gekommen. Gott sei Dank. Und jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, daraus wieder wegzugehen. Also von daher, dieser Wechsel hat sich schon mal gelohnt. Ich komme aus der digitalen Lehre, aus dem E-Learning-Bereich. Deswegen war meine Tätigkeit im ZFL hauptsächlich dahingehend, dass ich digitale Angebote natürlich für unsere Lehramtsstudierenden. Wir haben 15.000 an der Uni Köln, die bei uns Lehramt studieren. Das ist das größte lehrerbildende Institut. Wir nutzen ELIAS als Lernplattform für alle Seminare und stellen dort Lernmaterialien zur Verfügung. Als ich angefangen habe, gab es ELIAS und es gab ein Autorentool namens Adobe Captivate. Ich weiß nicht, ob das Teilnehmenden hier etwas sagt. Ist ein kostenpflichtiges Tool von Adobe, wie der Name schon sagt, wo man auf jeden Fall Vorkenntnisse braucht, um dieses Tool anwenden zu können. Und ich habe mal drunter schon geschrieben, wenig kreativer Freiraum, OER in Fragezeichen, weil es ist ein kostenpflichtiges Tool. Es kommt eine Datei heraus, die man nicht bearbeiten kann. Von daher im Sinne von OER schwierig. Wir haben alle Materialien, die wir entwickelt haben, in unsere Lernplattform ELIAS eingebunden. Dabei schon so ein bisschen versucht, das ein bisschen attraktiver zu machen. Wir haben Kacheln gebildet. Wie man hier sieht an den kleinen Screenshots, ist das aber nicht wirklich wunderschön und sexy, würde ich mal sagen. Unter Seminarbausteinen verbinden sich dann wieder andere Kacheln, sodass man auch relativ viel klicken muss. Ich habe hier nochmal ein anderes Beispiel mitgebracht, wie das vorher in ELIAS aussah. Man kann Screencasts, man kann natürlich Videos alles einbinden, man kann PDFs einbinden etc., sodass man alle Materialien zur Verfügung gestellt bekommt. Allerdings für uns damals nicht genügsam auf eine schöne, nutzerfreundliche Art und Weise, sodass wir angefangen haben, neues Lernportal zu bauen. Dieser Screenshot zeigt aber zunächst einmal die Umsetzung in Captivate, die wir anfänglich hatten. Wir haben dann gesagt, okay, wir müssen in Richtung OER anders denken. Wir brauchen eine Datei, die man bearbeiten kann. Und haben dann ELIAS genutzt, um damit Lernmodule zu erstellen. Das Rechte ist jetzt ein Beispiel aus ELIAS zur Umsetzung von Lernmodulen. Ging schon ein bisschen mehr in die Richtung, aber entsprach auf jeden Fall auch noch nicht dem, wie wir arbeiten wollten. Und haben uns deswegen 2019 mit Hochdruck auf den Weg gemacht und haben eine offene Bildungsplattform geschaffen, wo wir WordPress genutzt haben und das Plugin LearnPress, um Lernmodule zu erstellen. Ich habe von beiden einen Screenshot mitgebracht. Auf der linken Seite sieht man unsere Angebote, die wir geschaffen haben. Wir haben Online-Kurse im Angebot und Lernmodule. Das ist jetzt leider überdeckt von einem anderen Screenshot. Die haben wir unterschiedlichen Kategorien, Collections zugeordnet.
Themensammlung, sodass man sich dort zurechtfinden kann. Der Screenshot hier oben zeigt jetzt ein Bild aus einem Lernmodul mit der klassischen Navigation auf der linken Seite, mit einer Navigation zu den einzelnen Seiten, mit integrierten H5P-Elementen und Zusatzfunktionen im oberen Bereich. Um so ein bisschen Zahlen daran zu bringen, was unser Angebot bisher ausmacht. Wir haben 9 Online-Kurse bereitgestellt. Das sind umfangreichere Kurse, die auch eine Benutzerführung, eine zeitliche Stringenz drin haben. Das sind mittlerweile 9, die ungefähr 2 bis 5 Stunden lang sind. Wir haben 110 Lernmodule online, wobei viele weitere in Arbeit sind. Wir haben interne Inhalte dort verankert, wie zum Beispiel ein Quest für neue Mitarbeiter, die im ZFL anfangen, die spielerisch daran geführt werden, um auch so ein bisschen innovative Lernformate für uns auszuprobieren, haben wir da den Game-Based Learning-Ansatz gewählt und haben so ein Spiel generiert. Wir machen das ganz viel, indem wir es erstmal intern ausprobieren und dann auch die innovativeren Lernformate in die Welt streuen sozusagen. Wir haben unterschiedliche Angebote aus dem ZFL für unsere Lernstudierenden, wie den School Guide für Studierende, die ins Ausland gehen möchten und sich da über Partnerschulen integrieren möchten, ist mit H5P umgesetzt. Wir haben einen Blog mit E-Teaching-Impulsen. Das sind Unterrichtsplanungen von Lehrkräften mit dem dazugehörigen Material, die wir dort bereitgestellt haben, die alle OER lizenziert sind und die von uns gecheckt sind, dass es auch wirklich OER-Material ist. Das Ganze, dieser Blog, ist entstanden im Zuge einer Lehrerfortbildung, wo wir einen umfangreichen Online-Kurs erstellt haben zum Thema E-Teaching. Das Letzte, was wir noch integriert haben, ist ein umfangreiches Wiki für die Umsetzung von Online-Kursen und Lernmodulen bei uns im Portal, weil nicht nur wir die 110 Lernmodule, die wir bisher online haben, erstellt haben, sondern auch Lernstudierende und ausgebildete Lehrkräfte, die wir mit dem Wiki, mit dieser Anleitung ins Boot holen, sodass wir jetzt schon wissen, dass es intuitiv ganz gut bedienbar ist, weil schon diverse Lernmodule dadurch entstanden sind. Das sind mal hier im unteren Bereich, hat sich jetzt was getan auf dem Bild. Ups, das war zu schnell. Entschuldigung. Die Zugriffszahlen. Heute ist leider letzte Woche gewesen, als ich die Präsentation erstellt habe. Gesamt haben wir 1 Million Zugriffe auf unsere Seite, womit wir ganz zufrieden sind. Wir haben natürlich zu Seminarbeginn, zu Tagungen, wo wir zum Beispiel unser Portal vorstellen wie heute, haben wir dann höhere Zugriffszahlen. Aber so im groben Verlauf sieht man hier in dem Screenshot ganz gut. Das ist jetzt ein Beispiel aus einem Online-Kurs, und zwar zu einem Praktikum. Also unsere Lernstudierenden, die gehen an Schulen oder in Betriebe zu Praktika, die sie absolvieren, und werden in der Uni dabei betreut. In diesem Online-Kurs haben sie jetzt eine Möglichkeit, dass sie über die ganze Praktikumsphase hinweg alle Aufgaben, alle Informationen zu den einzelnen Zeiten, also zu vor dem Praktikum, während des Praktikums und nach dem Praktikum, hier beisammen haben. Wenn man jetzt nochmal zurückdenkt an den Anfang der Präsentation zu Elias, da haben wir Kacheln gehabt, wo wir alle Informationen unterbringen mussten. Das war schwer genug, die in Kacheln in übersichtlicher Form hinzukriegen. Und wir sind eigentlich schon ganz glücklich damit, dass wir es jetzt so geschaffen haben, dass es auf einen Blick in einer Internetseite, die auch interaktiv ist, wo man navigieren kann. Das hier zum Beispiel ist ein interaktiver Seminarplan, wo man direkt zu den Portfolioaufgaben beispielsweise aus der Vorbereitungsphase vom Praktikum direkt drin einspringen kann. Die Präsentation liegt auch in der Dokumentation vom Barcamp, liegt sie bereit, und am Ende stelle ich nochmal einen Link zusammen, wo man auch die Präsentation abrufen kann.
Jetzt nochmal zusammengefasst, so die wichtigsten Fakten als Überleitung in die Diskussionsphase. Wir verwalten in der AG Digitalen Lehre, das ist die Abkürzung davon, von unserem Bereich, das Lernportal selbst. Heißt, ich habe gesagt, keine oder wenig Ressourcen. Wir haben einen studentischen Kollegen, der 9 Stunden in der Woche die IT-Programmierung, die Updates, das Hosting, die Style-Programmierung etc. macht. Sonst sind wir Mediendidaktiker im Haus, haben eine Grafikerin bei uns angesiedelt. Wir setzen einen hohen Fokus auf die Qualitätssicherung. Wir haben im DigiVerbund ein Qualitätsverfahren, ein aufwendiges, ausgearbeitet, was auch dort einsehbar ist, was unter anderem studentische Fokusgruppen beinhaltet. Also unsere Lernmodule werden durch studentische Fokusgruppen begutachtet und danach weitergebildet. Wir haben Kriterien aufgestellt, die unsere Lernmaterialien erfüllen müssen. Die sind auch an die externen Autoren sozusagen weitergegeben. Wir führen UX-Testings durch. Wir haben umfangreiche Vorlagen und Anleitungen geschrieben für externe Autoren, die man natürlich auch immer wieder anpassen muss, weil unser System ist im Fluss, wird immer wieder weiterentwickelt. LearnPress als Plugin, was wir nutzen, um die Lernmodule umzusetzen, macht uns aber immer größere Probleme. Wir sehr Update-anfällig, weil es viele Updates gibt, die auch nicht unbedingt in unsere Richtung gehen, die den OER-Gedanken nicht unbedingt immer weitertragen, sondern in die Bezahlrichtung gehen, was bei uns den Aufwand verursacht hat, dass wir es immer weiter anpassen müssen, damit man sich nicht einloggen muss, damit man sich nicht in Bezahlmechanismen einschreiben muss. Dadurch haben wir viele Umgehungslösungen geschaffen, die uns jetzt ein bisschen auf die Füße fallen. Das ist schon mal die Überleitung zu einem Diskussionspunkt zur Weiteroptimierung, die ich gerne gleich machen würde. Wir haben viele Skriptumgehungslösungen geschaffen mit JavaScript, CSS, was aber so ein bisschen aus der Hüfte herausgeschossen war, sage ich jetzt mal. Dieses Bugfixen, Anfragen, das kostet natürlich bei uns auch viele Ressourcen, die wir lieber in eine langfristige Lösung setzen, sodass wir seit einem halben Jahr circa daran sind, unser System neu aufzubauen, was ganz gut ist, weil wir eine neue Organisation im IT-Bereich haben, dadurch auch mehr Unterstützung haben in dem Bereich. Wir sind gerade dabei, LearnPress aufzurollen, dass wir ein Schaltseam haben, wo alle Anpassungsstyles von uns enthalten sind, dass wir unsere Metadaten an Metadatenstandards noch stärker anpassen, haben wir natürlich, aber da noch stärker dabei sind, das daran anzupassen, dass wir unseren kompletten Code auch offen bereitstellen in GitHub, dass wir schnellere Updates fahren können, insgesamt ein schnelleres System haben, datensicherer werden dadurch, dass wir halt die Updates sehr schnell von unseren Plugins dann vornehmen können. Wir nehmen das als Ausgangspunkt, um das System sukzessive weiterzuentwickeln. Dabei liegt bei uns der Schwerpunkt darauf, dass wir ein intuitiveres, schmaleres Front- und Backend haben für Autoren, dass wir ein What You See is What You Get Editor noch stärker umsetzen, als wir es jetzt schon der Fall haben. Und dass wir Kriterien zur automatischen Überprüfung für unsere Autoren bereitstellen. Wir haben einen umfangreichen QS-Katalog, wir haben einen Kriterienkatalog, den wir anwenden, der aber bisher nur im Wiki beschrieben ist. Schön wäre, und darin arbeiten wir, dass der auch für die Autoren sichtbar ist als Checkliste, sodass dort genau geprüft werden kann, das Bild, was ich hier verwendet habe, ist CC BY SA. Das ist sozusagen abgecheckt und geprüft, sodass man dort die Übersicht hat. In Sachen Medienorganisationen sind wir an der Verbesserung interessiert, damit die Bilder, die verwendet werden, auch schneller auffindbar sind. All das hat zum Ziel, dass wir uns auch stärker in etablierte OER-Portale einklinken können mit unseren Angeboten. Ich habe mal ein paar davon aufgezählt, bei denen wir
durch angepasste Metadatenstandards etc. dann unsere Lernangebote noch viel stärker sichtbar machen können.